wunderschön, die letzten Minuten, als alle standen. Und im Übrigen auch, gab einen kurzen Moment, habe ich bei einer anderen Medien nicht gesagt, aber vor dem Anpfiff war ich auch wirklich stolz, Werderaner zu sein. Das war schon beeindruckend, wie auf einmal alle aufgestanden sind, als es der Antirassismus-Kampagne und das bejubelt haben. Ich glaube, das ist auch nicht normal in allen Stadien. Und das war schon stark. Großes Kompliment an die Fans. Ja, und großes Kompliment an dich und an die Mannschaft. Werder Bremen, du hast die schönsten Männer. Und verdammt erfolgreiche. Ja, heute 3 Tore, 3 Punkte, super. Und mit diesen 3 Punkten im Gepäck, moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge Werder TV Inside. Nach einem perfekten Spieltag. Habt ihr mal auf die Tabelle geguckt? Na? 6. Ja, stimmt, aber ja, es ist noch nicht am Ende der Saison so. Ich finde, wir müssen nicht zu viel auf die Tabelle schauen. Okay, dann schauen wir eben auf das Spiel. Auch schön. One ball forward. And this is the huge opportunity for Rashica. Sidesteps the keeper. 1-0. 2 minutes and 21 seconds into the game. What a start. Back in from Augustinsson. And free! Oh, free! How free is he? Max Kruse. Goal number 9 in the Bundesliga this season. He's a man on a mission, a man on fire. That was a terrific strike from Max Kruse. Lovely. Great football. This has to be squared by Rashica and buried by Kruse. 3-1. Dynamic duo again. Those two working so well. Max Kruse and Milot Rashica. Ja, ein Tor schöner als das nächste. Welches wollt ihr nochmal bei Werder TV aus jedem Winkel sehen? Klickt mal hier oben in die Infobox und stimmt ab. Ja, was soll ich machen? Ich keine Ahnung. Ja, wirklich keine einfache Entscheidung bei so einem Spiel für die Geschichtsbücher. Das war das 28. Bundesligaspiel in Folge, in dem wir getroffen haben. Vereinsrekord, check. Ja, und ich bin ja sonst, wisst ihr auch, kein großer Freund von Statistiken. Aber das ist wirklich ein Fakt, der, finde ich, der steht auch für etwas. Nämlich für diesen unbedingten Willen, immer Tore zu schießen, nach vorne zu spielen. Und deshalb freut es mich sehr für die Jungs, weil sie werden die Mannschaft sein, Entschuldigung, die Spieler sein, die immer mit diesem Rekord in Verbindung gebracht werden. Das ist die Mannschaft dieses Jahr. Und ich glaube, dass das für einen Verein wie Werder Bremen mit der Grundphilosophie, die wir haben, als offensiv ausgerichtetes Team, ist das schon ein Rekord, den... Schaue ich mir irgendwann in 30 Jahren mal an, wenn ich in irgendeinem Garten liege und auf diese Saison zurückblicke. Hoffen wir mal, dass Flo dann auf noch mehr zurückblicken kann, außer auf einen überragenden Verein, überragende Fans, einen überragenden Trainer, überragende Spiele, einen überragenden Max Kruse, einen überragenden Milot, ein überragendes Team. Das sind ganz, ganz viele beteiligt, die häufig im Hintergrund arbeiten, aber brutal engagiert sind und ja, einen sehr, sehr guten Job macht. Und deswegen passt das, glaube ich, insgesamt in der Kombination. Das Medienteam auch. Bitte? Das Medienteam auch. Das Medienteam ist auch sehr groß und macht richtig gute Arbeit und arbeitet Tag und Nacht. Also diese Zeit brauchen wir hauptsächlich, um einen Typ der Woche zu finden. Ja, was soll ich machen? Ich keine Ahnung. Danke für die Hilfe, dann machen wir das doch wieder alleine. Unser Typ der Woche ist... Na? Ja, wir müssen schauen, Ich weiß auch nichts, ich kann auch nichts Gutes über sagen oder so. Es ist der Mann, der sich sonst immer raushält, wenn es um den Typ der Woche geht. Es ist der Trainer des Jahres, es ist Florian Kohfeldt. Yeah, I'm very happy for him. It's well deserved. Kofi hast ja diesen Preis verdient natürlich. Yeah, of course. If you don't have a coach, then who gonna show you the tactics and everything? So he's very important. Wir vertrauen dem Trainer, der Trainer vertraut uns. Wir folgen ihm quasi blind und, ja, und das Resultat kann sich ja zurzeit auch sehen lassen. Ja, eigentlich er ist ganz ruhig und dann, ja, aber dann habe ich manchmal ein Training oder im Spiel, wenn du ihn siehst, dann denkst du ab und zu,
ist ein bisschen emotional, aber ja, das ist auch sein, ja, wie er ist, und das, ja, das ist auch gut. Also ich würde ihn mal facettenreich nennen. Wenn man ihn auch manchmal so ein bisschen an der Außenlinie rumtigern sieht, dann sieht man auch, wie viel Feuer in ihm brennt. Und ich möchte nicht wissen, um wie viele Jahre der bei jedem Spiel altert. Ich glaube, es ist nichts Besseres zu bemessen als am derzeitigen Erfolg. Und der gibt uns ein Recht. Ja, ja, ja. Bevor es jetzt gleich wieder in den Kommentaren losgeht, auch Max Kruse hätte den Titel verdient. Ja, Max ist unser Kapitän und natürlich unser, vielleicht unser bester Spieler. Und ja, er ist unser Führungsspieler, und natürlich, wenn er Tor macht und Torvorlage macht, dann, ja, dann ist alles, was wir brauchen. Aber manchmal ist das bei Inside wie bei FIFA. Da kannst du noch so gut spielen, zwei Tore schießen, ein Tor vorbereiten. Zweimal schaffst du es nicht ins Team of the Week. Klaassen geht dazwischen, klasse Zweikampf, Max Kruse wieder am Ball, aus dem Nichts jetzt hier, L1-Dreieck nach vorne, Rashica ist durch, drückt die Sprinttaste komplett durch, geht am Keeper vorbei, Time-Finishing, grün-weiß, das frühe 1:0. Und damit sind wir auch beim richtigen Thema, es gibt großartige Neuigkeiten im E-Sports, ihr wisst, was ich meine. Ja klar, also ich lese ja auch Zeitung, da komme ich ja nicht dran vorbei. Werder Bremen, du hast die schönsten Männer. Ja, und vor allem mit Megabit und Mo Auber, die ersten deutschen Nationalspieler im E-Sports, quasi SV Werder Deutschland. Ja, herzlichen Glückwunsch Mo und Megabit zur Nominierung zur E-Sport-Nationalmannschaft und ja, viel Erfolg Jungs beim anstehenden E-Nations Cup. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum denn gerade die beiden, bitteschön. Das Gefühl für die Nationalmannschaft nominiert zu werden ist unbeschreiblich. Das kann man auch ehrlich gesagt nicht in Worte fassen. Wir sind jetzt die ersten Nationalspieler. Wir haben sozusagen fast schon Geschichte geschrieben. Und das ist einfach sehr aufregend für uns. Ja, ich muss das erst mal ein paar Tage erst mal sinken lassen. Und freue mich aber jetzt schon natürlich riesig darüber. Der krönende Abschluss eines super Monats für unsere E-Sportler und auch für den gesamten SV Werder Bremen. Ja, und ihr ahnt es wahrscheinlich, der März hatte auch einige tolle Paraden zu bieten. Wie immer, schreibt euren Favoriten in die Kommentare. Ja, und jetzt schauen wir nach vorne. Wir haben die nächsten Wochen echt geile Spiele. Aber wir wollen nicht nur geile Spiele haben, sondern wir wollen was erreichen. Und dementsprechend, ja, sprechen wir Mittwoch auf Schalke weiter. Herr Kuhfeld, Typ der Woche, Trainer des Jahres, aber das letzte Wort hier habe ich. Jetzt kommen wir zum Spiel. Ratschi, du bist ein Knaller, bist du. Alter, Kruse, was hast du? Dein Fuß in dem Ding, das würde ich mir vergolden lassen. Das war eine Hammerflanke. Und patsch das Ding rein. Maxi, als ich das von dir gesehen habe, ne, dass du von drei Leuten umzingelt wirst und hast noch die Zeit, nach oben zu gucken, wo du den Ball hinspielen sollst, diesen mega geilen Pass. Hammer, 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 geht nicht besser. Tabelle, ich könnte jetzt was sagen. Aber das mache ich noch nicht. Ich sag da mal gar nichts zu. Ich freue mich einfach. Ich habe so innere Freude. Jetzt freue ich mich auf Schalke. Leute, Fanmobil ist vor Ort. Und somit ich auch. Für die Schalker ist das eine Drohung. Für die Schalker ist das...
lieber Schalker, dass Werder Bremen Fanmobil kommt. Und in den letzten Malen, wo wir da waren, sah das immer ziemlich cool aus für uns. Aber gar kein Problem, das machen wir klar auf Schalke, ne? Oder? Dreimal Bremer Recht, habe ich ja eben gesagt. Zweimal haben wir diese Saison schon gewonnen. Ist das dritte Mal auch nicht schlecht, oder? Noch was, DFB-Pokal ist nicht Bundesliga und DFB-Pokal können wir zeigen, Videos in diese Richtung. Und wenn euch das Ganze mega, was da ist, nachher da ist, wenn euch das mega gefällt, dann nach da oben, Daumen hoch, Like da lassen. Und ich möchte unbedingt mal wissen, wie viel liken das Ding da eigentlich und wie viel sind es wirklich, wie viel sitzen vor der Glotze und gucken dieses coole Ding an. Ey, ihr könnt das gerne mal unten in die Kommentare schreiben, mit wie viel ihr sitzt da zu Hause und das da anguckt. Weil es grüßen mich 1 Million, dann müssen da ja ungefähr 500.000 vorsitzen.